Also, nächste gute Gelegenheit. Tomassoni. Fischer mit dem Schlittschuh dran. Ja. Wird da nochmal nachgesetzt, aber keine Strafe. Für mich okay. Und die Füchse haben es überstanden. Geisler. Ja, jetzt die Chance und das Tor. Jeff Hayes. Da ging es ganz schnell. Die Löwen nicht sortiert, nachdem die Füchse wieder komplett waren. Und Jeff Hayes, hier sehen wir den Antritt. Ja, kaltschnäuzig. 18. Saisontor. Ein absoluter Ausnahmespieler. Strafe angezeigt. Sechster Mann bei den Löwen auf dem Eis. Bonia. Reimer. Hart. Und die Chance für die Löwen und das Tor. Mustergültig gespielt von hinterm Tor und der Kapitän macht's. Patrick Jarrett ist zur Stelle und erzielt den Ausgleich. Ja, vorzeitiges Geburtstagsgeschenk für den Kapitän, der heute Nacht bzw. dann morgen 33 Jahre alt wird. Ja, Svoboda kommt da dran. Jetzt die Schusschance und das Tor. Dennis Winnen. Ganz stark erneut gespielt von den Füchsen. Da sieht man, wie eingespielt diese Reihe ist. Ich habe ja schon ein paar Lobeshymnen auf die drei losgelassen, aber so schnell kann es gehen. Wirklich sehr, sehr gut gespielt und 26. Saisontor für Dennis Winnen, der wirklich eine herausragende Spielzeit. Aufs Tor und da ist er drin. Vorm Tor lauert Eli Ostwald und fälscht die Scheibe ab zum 3:1. Powerplay genutzt. Schuss müsste von Parkonen gekommen sein und Ostwald ist dran. Jetzt gibt es da ordentlichen Fight vorm Tor. Und der Gegenzug. Brett Breitkreuz. Der ist drin. Der ist drin im Nachsetzen. Clark Breitkreuz. Die Gebrüder fürchterlich haben das Ding reingearbeitet. Hier der Antritt von Breitkreuz und dann Scheibe trudelt ins Tor. Spielt auch keine Rolle, dass das Gehäuse aus der Verankerung war. Hier sehen wir es nochmal in der Übertor. Zieht da rein, Brett Breitkreuz. Ja, Kessler trifft dann den Pfosten hinten, als er da retten will, was nicht zu retten ist. Und die Löwen verkürzen aber. Schiedsrichter schauen sich das nochmal an, denn das Tor war ja aus den Angeln. Hatte ich ja erwähnt. Mit 1:2. Und er vermag jetzt nicht einzusehen, was da zur Entscheidungsfindung noch dazugehört. Warten wir mal die Entscheidung ab. Also, sortiert sich noch der Hauptschiedsrichter und gibt den Treffer. Also, 2:3, der Anschluss. Treffer erarbeitet von den Gebrüdern fürchterlich. Und jetzt gibt es nochmal die Erläuterung. Eine Strafe, alles okay. Breitkreuz. Sorry, CJ Stretch was. Breitkreuz da im Slot. Ja, wann kommt die Scheibe nach hinten? Jetzt gibt es eine Strafe gegen die Füchse. Da haben sich die Löwen da gut reingearbeitet und jetzt die nächste Chance im Powerplay. Gibt es einen Penalty hier?
muss ich erstmal jetzt selbst abwarten, was da unten diskutiert wird. Aber dieses Zeichen war ja eindeutig. Die Füchse bewiesen. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich kann nicht aufklären, warum es hier einen Penalty gibt. Sei es drum. Stretch läuft an. CJ Stretch. Vorbei. Ja, versuchen wir dann nochmal aufzuklären, warum es diesen Penalty hier gab. Ah, wegen dem Stock. Ja. Der Stock wurde geschmissen oder in den Weg gelegt und dann sieht das Regelwerk eben dieses Strafmaß vor. Es gibt vielleicht nochmal die Nachfrage vom Zeitnehmer, ob es da noch eine Erklärung gibt. Vielleicht jetzt die Chance mit dem Spieler, der zurückkommt. 3-2, Gelegenheit. Kessler lässt prallen. Wo ist die Scheibe? Hinterm Tor. Und nicht drin. Im Slot. Turbulente Szenen. Nächste Chance. Tor! Lukas Laub nutzt das Torabo vor Konstantin Kessler und haut die Scheibe rein zum Ausgleich. 11. Saisontor. Da haben die Löwen diese Überzahl überstanden. Kessler sortiert sich hier. Und dann können sie diesen Rückenwind nutzen. Pistilli. Diese Gang. Ja, harter Zweikampf da. Mit Christoph Gavlik. Naja, jetzt fliegen hier die Fäuste hier unten. Jared Swoboda. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja. Oder haut den Pistilli mal um und dann gibt es die Retourkutsche. Ist natürlich auch ein Stilmittel jetzt. Hier sehen wir nochmal die Szene mit Gavlik. Ja, Ostwald ist natürlich auch größenmäßig nicht ganz fairer Vergleich. Ja, harter Check. Ist auch okay. Lukas Laub hat da einen einstecken müssen. Jetzt gibt es eine Strafe gegen die Löwen. Der Stretch rastet da jetzt völlig aus, beziehungsweise Richie Müller. Kennen wir so eigentlich nicht, ein sehr besonderer. Ja, und der Nick Brüllto hält da den Schläger von Richie Müller. Und da muss der Schiri natürlich schon auch eine Strafe wegen Halten des Stocks aussprechen, dass Richie Müller sich da den Stock. Hakonen, vorbei. Boboda, schnell auf Hayes gespielt. Swinnen, Tor! Übrigens nicht Dennis Swinnen, sondern war Patrick Pakon. Hier am langen Pfosten. Hayes, ja, ganz geschickter Pass, gelupft. Und dann ist Jäger in dem Punkt machtlos. Löwenfans sind natürlich hier sauer und haben ihren Schuldigen in Form des Schiris gefunden. Hier sehen wir nochmal die Szene. Haben die Füchse also genutzt. Können die Löwen nochmal eine Antwort finden. Jetzt aber erstmal noch 30 Sekunden. Powerplay! Und da ist der 5. Treffer für die Füchse. André Mücke im Powerplay findet die Lücke. Und die Scheibe schlägt im Winkel ein. Ja, keine Sicht für Brett Jäger. Kein Vorwurf. Was soll er machen?
Busoni. Nochmal der Schuss versucht. Ah, knapp. Aber es reicht dem am Ende nicht. Die Füchse können die Arme in die Höhe recken. Spiel ist vorbei. Ganz wichtiger Auswärtssieg für die Gäste, die hier einen Dreier mitnehmen, dank einer absolut kaltschnäuzigen Leistung, einem starken Torhüter Konstantin Kessler, der hier auch zu Recht gefeiert wird. Großer Jubel bei den Füchsen. Statistik gegen die Löwen auch